Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr 2022. Große Rede wird es enthalten. Habe ich schon gemacht, Neujahrsansprache am Hauptkanal. Was sollte ich großartig sagen? Ich bin kein Mann großer Reden. Ich wünsche euch alle nur das Beste für 2022. Dass wirklich ja, gesund und zufrieden weitergeht und auch erfolgreich. Dass jeder den Wohlstand genießen kann, wo man hat. Ja, das ist wie gesagt mein erster Beitrag jetzt hier. Ich wollte eigentlich raus heute unbedingt, aber das hat nicht ganz geklappt. Ich wollte einen Beitrag machen über ein Tab, aber das Problem ist, es regnet den ganzen Tag, aber ziemlich heftig sogar. Wir haben Überschwemmungen und wenn jetzt ich rausgehe, dass ich nass wird oder Kamera, ist kein Problem, ist alles wasserdicht. Aber wenn ich ein Tab aufbaue, ihr wisst es, es prasselt die ganze Zeit drauf und mit dieser Kamera hier komme ich da nicht so weit mit dem Mikrofon und alles. Ich habe zwar ein Mikrofon oben drauf, ein relativ gutes, aber es ist einfach dieses Prasseln und das stört. Zudem ist sehr, sehr windig draußen, also es geht jetzt langsam ein bisschen in Sturm über schon. Von dem her habe ich mich entschieden, jetzt einfach hier einen anderen Beitrag zu machen, weil ich einfach ein bisschen Content liefern möchte 2022. Das Ganze beibehalten, einmal in der Woche circa oder zweimal, je nachdem wie immer dazukomme, dass hier auf dem Gierkanal auch ein bisschen was gibt. Heute einen sehr, sehr interessanten Gegenstand dabei, der ist klein, fein, ihr werdet staunen, aber es ist ein Gegenstand, wo ich das letzte Jahr gemerkt habe, den braucht man, der ist wichtig, der kostet um die 20 Euro, das ist ein Gegenstand, wo jeder braucht und wo wirklich dann auch jeder sagt, wenn er ihn hat, cool, dass ich ihn habe, weil er wirklich praktisch ist. Was das Ganze ist, schauen wir uns jetzt kurz einmal an. Ja, es liegt sehr viel neues Equipment rum, was ich schon längere Zeit jetzt im Hintergrund teste und jetzt langsam in meine Videos mit aufnehmen und euch vorstellen kann. Es sind ein paar Artikel gleich wieder rausgeflogen und manche haben sie bewährt. Hinter euch hängen ein paar Schäne und so, aber da komme ich jetzt dann im Hauptkanal und im Gierkanal auf das Ganze immer wieder ein bisschen zurück. Aber heute geht es um einen Gegenstand, der sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Und zwar, ihr seht es, bin angezogen wie im Wald. Und es fehlt was. Merkt ihr was? Was fehlt? Genau. Ich habe keinen Gürtel, keinen Belt und habe auch ja, keine Seitentasche. Die ist sehr wichtig. Und zwar haben wir die hier. Stellt die Kamera um und schaut euch das an. Ihr kennt es wahrscheinlich die meisten, meine Seitentaschen. Und die zeige ich jetzt ein bisschen genauer. Ja, es fehlt was. Ihr wisst es. Keinen Gürtel. Das ist sehr wichtig bei mir. Man braucht einen gescheiten Gürtel, auch wenn die Hosen zum Beispiel hier Verschlüsse hat. Die sind wirklich sehr, sehr gut, aber ein Belt gehört einfach dazu, dass man seine Ausrüstung sauber fixieren kann und zugriffsbereit tragen. Das ist sehr wichtig. Das ist also das ganze Teil, was ich euch vorstellen möchte heute. Viele von euch wissen es, haben schon oft gesehen bei mir in meinen Videos, dass ich es wirklich schon sehr lange nutze und wird auch sehr, sehr lang noch genutzt, das Ganze, weil es einfach wirklich preisgünstig ist und mega praktisch. Und zwar der Pouch von Helicontex, der Serie Pouch. Ah, Serie, was heißt das wieder? Survival, Evasion, Resistance und Escape. Genau, so schimpft sie der. Hat man denn nicht, überlebt man die Apokalypse nicht, definitiv nicht. Sehr wichtig. Nein, so ist es echt nicht, aber er ist wirklich praktisch. Ich zeige euch jetzt, was ich da ein bisschen so drin habe. Ein paar Geschichten, ein bisschen was über das Material, Trageverhalten und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Auch wir Männer haben Spiegel. Ich schaue mir das schon immer ganz genau an, wie es anzieht und so. Und es wird alles wirklich sauber sitzen, dass wirklich der Gürtel sauber in die Schlaufen drin ist. Aber das brauche ich euch jetzt nicht verzeihen. Jetzt gehen wir ein bisschen auf diesen Pouch ein. Er sitzt jetzt hier dran sauber. Der ist ziemlich tief geholstert, das Ganze. Ist mehr, glaube ich, so eine Dengler-Konstruktion, wie man sagt, dass das ein bisschen so dran hängt. Ist aber trotzdem noch sehr, ja, nah am Körper und stört nicht auch beim Gehen nicht. Also das ist wirklich nicht schlecht. Ihr seht es, man kann das tragen, wie man will, das Ganze. Man kann es links oder rechts tragen. Ich trage es links, weil ich nicht oft darauf zugreifen muss und öfter auf mein Messer hier zugreifen muss. Von dem her kann es jeder für sich entscheiden, wie man mag. Man kann es auch irgendwo am Rucksack vorne am Maulsystem dran machen, an die Tragegurte, je nachdem. Ich tue es jetzt nochmal runter und dann schauen wir uns das Ganze einmal an, wie der ausschaut, wie der aufgebaut ist. Und ja, sehen wir uns gleich davor.
So, jetzt habe ich noch mal kurz angelegt für euch, dass das 6 von Größenverhältnis her und wie es ungefähr so sitzt bei mir. 6 ist ja eh immer meine Videos. Ich habe jetzt hier noch Handschuhe dran. Ein bisschen Winterhandschuhe. Die können eigentlich jetzt hier in diesen Rucksack rein, weil ich wollte heute rausgehen und euch ein bisschen was zeigen bezüglich Tarp. Aber das machen wir anders mal. Ist egal. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist vom Packmaß her, also vom Maß her, sehr klein, das Ganze, von dem her tragt es nicht stark auf und stört nicht stark. Das ist ein 500er Cordura mit hinten ein Maulsystem, so ein Webbing-System quasi. Kann man das Ganze hier rausnehmen, tue ich jetzt nicht, weil ich habe hier sich eine Haken reinmacht und auch hier sich eine Grimlock-Haken, dass ich das Ganze zum Beispiel auch, falls wir es gerne machen, vorne tragen kann, je nachdem. Brauche ich aber jetzt hier nicht. Und ja, was kann ich dazu sagen, das Ganze? Wir werden jetzt einmal kurz reinschauen, dass das sagt, wie das ausschaut. Und dann zeige ich euch noch einen ganz guten Feature von diesen, von dieser Tasche hier, weil es wirklich geil ist. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr euch noch nicht kauft oder nicht. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr euch noch nicht kauft. Sie sind überwiegend überall ausverkauft schon. Mittlerweile gibt es in alle Farben, in Camo, gibt es in Braun, Beige, Jeans, keine Ahnung, was da alles gibt. Und für 20 Euro hat man wirklich was, wo lang hält. Also es hat jetzt keinerlei Verschleißerscheinungen. Ich habe es wirklich immer dran. Es schaut schon ein bisschen gebraucht aus, okay. Aber hält wirklich, was verspricht. Ist eine sehr gute Qualität. 500 Cordura ist okay. Könnte 800 auch sein, aber für so eine Taschen, dann passt es auf 500 auch, ist kein Problem. Schauen wir mal rein, was da drin ist. Also wie es ihr das Ganze befüllt, ist mir ziemlich scheißegal. Ihr könnt euch da was schmeckt. Ich habe da auch nur ein paar Sachen drin, die wo ich jetzt hier brauchen könnte, wenn was passiert. Jetzt gehe ich ein bisschen runter, dass ihr mir seht. Genau, wenn was passiert, weil das ganze Täschchen ist eigentlich ein Backup bei mir. Falls ich mal vom Lager wecken muss oder so, dass ich ein bisschen was dabei habe. Mir ist schon mal passiert, okay, jetzt habe ich eine Taschenlampe gebraucht, weil meine Taschenlampe vergessen auf der Tour, habe ich hier eine kleine Taschenlampe drin, die hat man sehr gut gekauft da in der Nacht. Wichtig ist, dass der Akku auch voll ist. Ihr seht, ich habe hier was zum Feuermacher auch drin. Das ist bei mir überwiegend das Ganze, dass ich hier, da ist ein Kampfer drin, ein Sturmstreichhölzer drin, das Ganze wasserdicht verpackt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil mir ist einmal was passiert. Ich war mal im Ausland unterwegs und bin dann bei Nacht und Nebel, hat es wirklich Nebel gehabt, ein bisschen rumgegangen und so. Und habe dann mein Lager nicht mehr gefunden so schnell. Ich habe es dann schon wieder gefunden, aber es hat eine Zeit gedauert. Jetzt, wenn man natürlich irgendwo unterwegs ist, sage ich mir, irgendwo in die Berge und so, und kommt ein krasses Gewitter in diesem Zelt oder so, und man läuft davon, vielleicht findet man dann nicht mehr zurück, kann alles möglich sein. Und dann habe ich wirklich das Wichtigste dabei, dass ich Feuer machen kann. Ich habe hier ein kleines Taschenmesser, das ist nicht mehr hochwertig, das ist, glaube ich, von irgendeinem Discounter, aber das reicht mir aus. Ich habe überwiegend was zum Feuermacher drin. Ihr seht, hier unten ist noch ein Ding, ein Kienspann, ein sehr gut angereicherter Kienspann. Habe zwei Feuerzeuge, da ist eins drin, auf Holz. Habe hier noch einen Backup-Feuerstahl dabei. Den habe ich nämlich auch schon so ewig lang. Das ist schon uralt, das Teil. Aber der ist richtig gut. Das war einer von meiner allerersten. Und habe hier noch Batterien dabei, die haben bei mir fürs Mikrofon. Habe Pflaster dabei von Silky, habe ich jetzt geschenkt gekriegt. Die sind richtig cool, weil ich schneide mich ja gern. Und es ist hier noch ein bisschen was drin. Ihr seht, da ist sogar eine Netztasche drin. Da habe ich eine Rettungsdecke dabei, vakuumverschweißt. Und es sind Wasserentkeimungstabletten dabei und ein kleiner Müllbeutel, so kleine, dass ich wirklich auch was trinken könnte. Also das ist wirklich das Absolute, was man dabei haben sollte, wenn man sich verirrt oder sonst was. Oder und das stört nicht, das ist wirklich nicht schwer, das ist echt cool. Da werden natürlich jetzt auch wieder viele sagen, der tut immer Tempo sein, habe ich natürlich auch immer drin, meinen Autoschlüssel habe ich drin, wenn ich losgehe. Ich habe hier immer Tempos, nur ich nehme die immer raus dann und dann gebe ich es wieder eine. Was du eine tust, ist euch überlassen. Das ist alles komplett offen. Ich habe das drin, was für mich wichtig ist, warum ich es trage, dass ich ein bisschen Backup-Option habe. Ob man es braucht oder nicht, um das geht es bei diesem Hobby eigentlich überhaupt nicht. Ich brauche es wahrscheinlich nie, aber es soll alles spielerisch laufen und auch dann lernt man sehr viel. Und das ist sehr wichtig. Kann irgendwann einmal der Ernstfall kommen und dann ist man echt so froh, wenn man so ein bisschen was dabei hat. Und ihr seht ja hier, das ganze Organizer-System ist ganz einfach gehalten. Ich hoffe, ihr seht es gescheit. Es sind einfach drei so Fächer drin.
Da kann man ein bisschen was einschieben. Es hat hier ein Netz. Ich werde das noch ganz kurz einigen. Das ist schwierig mit den Batterien. So. Dann hat es hier noch ein Netz drin, wie ihr es gesehen habt. Hat hier kleine Haken, dass man da was einhängen kann, was man nicht verlieren sollte. Vielleicht Autoschlüssel oder so. Das ist einmal sehr gut durchdacht. Hat einen Reißverschluss, wo von zwei Seiten zu schließen und öffnen ist. Finde ich auch ganz gut. Und hat hier und hier noch einen Haken. Da kann man sich, wie ihr es gesehen habt, Handschuhe dranhängen oder auch irgendwelche Karabinerhaken. Kann man immer ganz gut brauchen, wenn man sowas dabei hat. Und jetzt tun wir noch mal ganz kurz rum. Einfach so. Und dann schauen wir mal, was das noch für ein Feature hat, was ich sehr cool finde. Mega geiles Täschchen. Ich habe es jetzt nur ganz kurz rum da. Und das ist sechs. Was ganz cool ist, ist einfach hier dieser Tunnel, wo der durchgeht hinten. Das kennt man von vielen Helikontext-Produkten. Das ist wirklich gut. Ich weiß nicht, warum nicht alle auf den Zug aufspringen. Dass man in den ganzen Taschen hinten einfach ein bisschen so einen Tunnel macht, der hinten läuft. Es ist komplett dicht innen, also der ist noch hinten offen lassen. Man kann sich wunderbar zum Beispiel hier irgendwas reinschirmen. Keine Ahnung, man kann auch irgendein Beil einschirmen oder so und das hier fixieren, tragen. Das ist wirklich cool. Also was man da reinschirbt, ist jeden seine Sache. Man kann auch hier ein Messer einschirmen. Man muss jetzt schauen, dass das durchfällt. Das Ganze, ihr seht, es kommt unten raus. Und somit hätte ich hier noch ein bisschen einen Gegenstand drin, wo ich was verstauen kann. Also ich finde das wirklich, wirklich cool, sinnvoll, das Ganze. Dass das so gehandhabt wird. Und ich zeige es euch hier nochmal, dass das auch wirklich seht für die Leute, die wo die Tasche nicht besitzen, wie das ausschaut. Das geht einfach hier durch, fertig. Total cool. Und auch diese ja, Durchführung von Gürtel ist wirklich groß gehalten. Ich dachte, das mal schätzen, dass das 5 cm, 5,5 cm sind. Also man kann wirklich hier jeglichen Gürtelkoppel durchschieben. Weil das Problem ist gerade im Autobereich immer, dass sehr, sehr viele Hosen, ich habe es wieder droben bei meinen Haglöfshosen und so viel reden, dass diese Gürtelschlaufen einfach zu schmal sind. Dann kriegt man so einen Gürtel fast gar nicht mehr rein. Oder man spielt sich echt 20 Minuten, dass man durchkriegt und hat schon wieder einen Horror, wenn man es dann waschen muss und den Gürtel wieder rausnehmen. Das ist, ja, ist jetzt so. Okay, ihr habt es gesehen. Dieses Teil, wirklich, ich empfehle es euch, kauft es euch. Gibt es mit Sicherheit auch von anderen Herstellern, muss nicht von Helikontext sein. Aber ich finde das einfach genial mit dieser, ja, mit dieser Schlaufe hier, weil das Ganze dann weiter unten sitzt. Und da bin ich ja sowieso voll der Fan davon. Also ich finde das richtig cool, so John Wayne-mäßig quasi. Und so sitzt ziemlich weit herum, wo ich für mich persönlich feststelle, wenn ich dann sitze und so, ist das unangenehm. Und so, wenn ich sitze, ist das Ganze hier. Das hängt einfach hier unten. Wenn das natürlich am Maul befestigt ist, sitzt hier am Gürtel. Und ich mag es einfach nicht, das ist jeden seine Sache. Unten verlinkt, könnt ihr euch genau eure Produktdaten holen. Da würde ich sagen, war ein kurzer Beitrag, sauber verklaubert wieder. Aber ist halt so, ich mag meine Erfahrungen ein bisschen weitergeben an euch. Ist echt ein geiles Teil. Und dazu sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, dass ich es top jetzt im Aufbau kann. Und auf dem Hauptkanal sehen wir uns sowieso. Dazu sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und hau wieder rein.